Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ja, jetzt kommt natürlich die POV vom Community-Turnier. Xander und Kai Lotus waren am Start gegen in der ersten Runde der Zigeuner. Grüße gehen an der Stelle raus an Stronger Germany und I0O0 oder IOO Florian, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ich nenne einfach Jung und Pleite und dann denke ich, ist das Ding durch. Ja, Kai Lotus und ich haben Turnier gespielt und ich möchte ganz gerne so ein paar Ingame-Szenen eingehen, was ist so passiert, ein paar Sachen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird Kai Lotus jetzt erstmal reinstarten. Herzlich willkommen heute zu dem Special auf Xanders Kanal hier. Ja, genau. Wir werden sie besiegen, Mann, gegen hier. Der Zigeuner und, was ist das hier? Jung und Pleite heißt der. Ich hatte aber überlegt, nochmal drüber zu kommentieren. Was dein Bild nicht abgeändert? Was ein schlechter Mensch? Einfach komplett leer. Der Trash-Talk ist einfach da. Leute, ist einfach Motivation. Hey, Lotus, wieder ein Trash-Talk. Gibt es eine Seite, die wir auswählen dürfen? Genau. Also Kurzfassung, es gab 10 Maps. Unsere Home-Map war Rupture, wie man hier sehen kann. Und ja, wir haben uns halt dafür entschieden, Rupture zu spielen. Wir hatten keinen Trainingsplan. Wir hatten, ich glaube, eine Stunde uns vorhin gesagt, komm, wir spielen Rupture, let's go. Das war's. Und dann, ja. Die Seiten waren. Achso, okay. Achso, oh, sorry. Ja. Okay. Ich glaube, das ist noch View-Rounds, oder? Nee, ist nicht View-Round. Die hab ich schon rausgestellt. Jetzt geht's richtig los hier. Okay. Daniel ist gestorben. Der Watcher sozusagen, der hat dir zugeschaut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, und wir seht, ich habe einen klassischen Aufbau gemacht, wir haben es trainiert. Hier kommt natürlich eine Weizenfarm, und das werdet ihr sehen. Ich werde in den weiteren Spielen nicht so intensiv drauf eingehen. Deswegen mache ich jetzt einmal hier natürlich. Der Kornspeicher müsste eigentlich hier dichter am Haus sein. Ein paar Häuser und direkt natürlich Holzfäller. Du hast nicht viel Holz auf Rapture, du musst sehr schnell reagieren. Ja, und ich mache mal ein bisschen schneller. Genau. Zack. Marktplatz natürlich. Stein verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir haben später noch eine andere Strategie rausgefunden, die noch deutlich besser ist, wie wir das Stein teilweise verwenden können. Haben jetzt aber erstmal nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Genau. Und später werdet ihr sehen, sozusagen in den späteren Matches, dass wir den Gegner was verbauen. Genau, versetzt des Forstlagers wichtig, um umzuziehen. Bei Rapture ist das Problem, du hast einfach keine Ressourcen. Und beim ersten Spiel, ich war absolut schlecht. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Komplett verkalkuliert. Es war so katastrophal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, zack. Du hast bestimmt keine 20, oder? Auch hier unten, also hier so bei dem Bereich, können tatsächlich zwei Farmen hingebaut werden. Das haben wir auch erst später rausgefunden. Habe ich nicht. Ich habe es nicht genau gezählt. Witzigerweise. Ich habe es genau, aber ich bin noch weit unter, das weiß ich. Genau, hier seht ihr, dass der Gegner hier bereits Farm gebaut hat. Und hier werde ich das später blockieren, also nicht diesem Spiel, aber halt zukünftigen halt mit Holzfällern, damit er einfach diesen Farmplatz gar nicht nutzen kann. So, jetzt muss ich erstmal Bier bauen. Denk an Bier, ist wichtig für die Beliebtheit. Genau, die Regel war so grundsätzlich. Genau. Absolut dämlich. Warum baue ich da jetzt eine Eisenmine hin? Wie dämlich kann man sein? Warum nicht einfach direkt da unten? Das werdet ihr gleich sehen. Ich denke so, hä? Ah, oh, ey, Xander, ey, guck dir das mal an. Das kann man sich aber nicht angucken. Eure Beliebtheit sinkt. Das ist einfach nur peinlich. Warum baue ich da Eisenmine hin? Ich glaube, ich hatte Sorge, dass er das mir wegnimmt. Aber im Endeffekt ist es so oder so meins. Da unten, seht ihr das? Hier, das ist viel kürzer der Weg als da oben. Ich verstehe nicht. Der Xander wieder der smarteste, wie immer, ist doch klar. Hier ist am Start. Meine Eisen. Witzigerweise kann man unten sogar 5 bauen. Haben wir am Ende festgestellt. Das ist halt so dämlich, ey. Ja, Sinn. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns drauf trainiert und. So, exakt. Jetzt habe ich. Ich würde sagen, genau, wo wir grundsätzlich ganz gut sind, der Kai und ich, ist alles, was im Bereich Improvisation geht. Und die Wege sind so weit hier. Amos-Produktion, wichtig. Ihr werdet merken, der Xander spielt immer auf die gleiche Strategie. So, jetzt können wir uns kurz. Ist ja voll. Guck, der Kai, wie ihr oben seht, geht auf so ein negativen Bild. Sehr viel mit Brot-Eco hat er optimiert nochmal. So, das ist halt funktioniert auf Rapture, weil du hast kaum Ressourcen. Während ich sozusagen auf eher Armus-Schütze gehe, europäische Truppen. Eine etwas kleinere Eco. Er geht da auf voll Kanne. Ja, 240 Pop plus. Und also extrem viel das, was du halt machen kannst, sozusagen. Ihr könnt das nicht Eisen. Ich könnte drei hier gesetzt werden. Junge, so, der ist einfach smart. Pech, um einfach viele verschiedene Sachen zu haben. Habe ich tatsächlich früher gar nicht mehr gebaut, weil es sich einfach nicht lohnt. Rot ist für die alle es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Rot ist absolut lieb. Zack. Und genau, das sieht ganz gut aus. Dann können wir jetzt ein paar Bäckereien bauen. Da habe ich die Häuser ein bisschen blöd platziert.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das wird in späteren Spielen alles besser sein. Alexander wieder komplett Plan. Er ist einfach der Smarteste, seht ihr, ne? Der hat komplett Plan. Auch vergessen, habe ich einfach die Abschlussleistung. Und der Kontrollspeicher ist jetzt schon leer. Und jetzt achte mal auf meine Bleepzeit. Einfach 8:30. Es ist komplett lost. Und damit dachte ich halt schon, dass wir dieses Spiel eigentlich im Prinzip, dass ich das geworfen habe. Das funktioniert. Also die Leute verlassen die Burg. So dämlich. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Scheiße, sind alles überall Gegner. Geht zur Arbeit. Ich wollte. Arbeit kann ich wegmachen. Ab wann ist Wollen sinnvoll, ist die Frage. Jederzeit oder? Wir benötigen Steine. Ja, geht so. Ich merke halt echt, also wenn ich jetzt erstmal das Spiel sehe, ist es einfach nicht schön anzusehen. Es sieht einfach nicht geil aus. So. Waffenverkauf, weiter Waffenproduktion zu kaufen. Der Kornspeicher ist leer, ich weiß jetzt nicht, ob das so smart ist. Nee, ich muss doch ein bisschen Nahrung kaufen, oder? Warum kaufst du keine Nahrung, Mann? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es war eigentlich Sinn, Bier zu bauen, sozusagen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein, my Lord. So, jetzt. So. Und eigentlich war die Idee sozusagen. So, und jetzt kann ich glaube ich meine Steinpuppe vorne an der Ecke. Vielleicht gehen wir es ja über zur Sicht. Turm zu bauen mit einer Bank, um wieder halt das Gebäude zu verwalten. Weit ins Hinterland zu drängen. Ja, das war die Idee. Ja, sind halt drin im Game. Es sind nicht genügend Arbeiter in diesem Gebäude, um keine Arbeit zu verwalten. Piken gehören auch immer wichtig dazu. So, jetzt kann ich die Steine wieder hochsetzen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und Armbrustschützen, das ist so der klassische Standard. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Bro, kauf doch einfach mal Nahrung, Mann. Oder kauf Bier, kauf irgendwas, Mann. Oh. Kannst ein bisschen Nahrung verschicken, wie es hat es knapp. Klar. Muss nicht viel sein, aber ein bisschen was wäre schon nice. Danke. Perfekt. Nice. Okay, läuft. Jetzt kriege ich wieder positive Beliebtheit. So, das blockiere ich. So. Oder auch nicht. Es kommen Leute zur Burg. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Also, ich habe im ersten Spiel gedacht, ich bin nicht zu dir erfahren. Ich spiele zu selten, sondern ich studiere in der Form. Wo ich sagen muss, dass zu dir war wirklich eine 10 von 10. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weil dieses Spiel davor, wo ich ja auch mit auf dem Spiel gekastet, das war überhaupt nicht meins. Ich bin eigentlich ganz unsere Schatzkammer leert sich. Jetzt geht es langsam los. Er hat auch schon eine Produktion gebaut. Ich dachte tatsächlich, dass weil ich hinten die Steine. Piken gesehen habe, zu sagen, war meine Idee, ich dass der Gegner nein. Volle nein. Kanne auf das wollte nicht euch, Sperr, mein Gott. Wir werden gesehen, überfallen. Hab, dass er voll auf Sperre geht. So Masse. Weil die ja schnell sind. Das werde ich noch nicht. Und ich bin überhaupt nicht bereit. Ich war einfach null bereit. Feier ist erlaubt, ne? Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Allein, wenn ich mir das angucke. Es ist so schlecht, Mann. Es ist so schlecht. Alles klar, fertig. Kommt nicht einfach im Dritten hoch? Oder was? Alles klar, fertig. Versuch es zumindest. Also, war das ein Datum? Genau, manche. Ja, alles klar. Das ist nicht gut. Immer die Sylter-Wegel, das ist aus typischer Xander. Natürlich Sklaven. Klar, safe. Achtung! Aber er hat keine Schilde mitgeschickt. Das heißt, die Armbrustschützen oben auf dem Kiep machen natürlich auch nicht Damage, wenn man es hier so anguckt. Ich meine, die Armbrustschützen sind natürlich ein riesen Vorteil gegenüber die paar Briten im Bogenschütz, bloß noch das hin und her laufen. Gefühlt war es wie so eine KI. Also ich war glaube, Bogenschützen etwas gewastet. Zum Okum. Ja. Was ja auch nicht verkehrt ist, war ganz gut für mich, weil ich überhaupt nicht vorbereitet war. Versucht, so das null. Hat nicht so gut funktioniert. Und los! Also ehrlich, hat nicht so gut funktioniert, wie er sich das gedacht hat. Sire! Rücken aus! So, zack. Genau, es gibt eine Regel, da kann ich da noch 1,50 100 Bogenschützen für beide Parteien zusammen. Nochmal Brot, sehr nice, danke Kari, Ehrenmann. Weitere Brot-Eco. Hi, es werden Waffen benötigt, Sire. Bisschen was hiervon, gefällt mir sehr gut. Und dann, dieses Geld brauchen wir mehr Baumeister. Gar nicht gut. Hi. Gar nicht gut. Uns entgeht niemand. So, dann greift von der Pike aufgelernt. So. Wohin gehen wir? Ich habe mich auf jeden Fall schon so ein bisschen was geklappt, seine Eco. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat funktioniert. Ein bisschen auf Nerv hier. Du bist Bester, perfekt, Sander, du machst es super. Ich bin einfach Bester, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe so unfassbar schlecht gespielt. Ich fand meinen Start wirklich grottig.
Und ich war trotzdem besser. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, Mensch, ich bin stolz auf dich. Also, war das so klar, du? Danke. Echt, war nicht wirklich. Jetzt. Das ach, komm. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert! Und ich denk mir so. So, und jetzt. Danke, dass du stolz auf mich bist, aber richtig gut war es irgendwie nicht. Ich glaube, ich mache hier mal ein Tor aus hin. So, zweiter Turm. So, dritter Turm. Guten Morgen, eure Lordschaft. Hi. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das hört sich doch gut an, wenn die... Also, ihr seht ja, dass ich hier ganz viel Eisen habe. Und das wird sich in den späteren Spielen sich ändern. Und zwar die Idee ist, wenn du halt viel Eisen hast, dass du ganz viele Rüstungsmacher baust und dann die Schilde sozusagen zum Verkauf verwendest, um Piken oder halt Harnische zu kaufen. Weil es lohnt sich nicht, eine Käserei hinzusetzen. Das ist einfach dafür zu wenig Farmland für diese Map. Und es lohnt sich halt auch nicht, Piken sehr früh zu bauen. Das heißt, ich habe eigentlich was falsch gemacht, dieses Eisen sollte in Rüstung umgewandelt werden. Das wird dann auch in späteren Spielen natürlich auch passieren. Aber, oder das heißt spätere Spiele bei den nächsten Community-Matches, die ich dann noch natürlich euch zeigen werde. Aber im Prinzip ist das hier nicht gut. Auf Hilde Maxen. Genau, jetzt brauche ich einen Schildmacher. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. So. Ein bisschen Arsche bauen. Ob na, wer spießt am meisten auf? Arbo-Schützen-Ecke ist auch nochmal gebaut. Der ist smart. Oh, mein Mühlen, gut, dass wir noch ein paar Minen bauen können. Bereit, eure Lordschaft. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Euer Gnaden? Ich brauche schnell. Allzeit bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Was ist los? Alles klar, ich bin ganz viel Mäuschen, womit kann ich dienen? Dieser Moment ist gefährlich. Der ist spannend, weil da kam ganz die Mönche, weil keine Lust, keine Verteidiger, nichts gab. Ja, nichts. Ein paar Slinger, aber Slinger jetzt nicht die wir Welt. Wir benötigen Gold. Weiter, Lord. Nein. Also, war das so klar? Lamen, Afra. Ist ja gemein von ihm. Nennt euren Kinderschrauben. Und schön noch meine Sperrträger rein. Es werden Waffen benötigt. Ich schicke noch ein paar Piken rein, um dann dort irgendwie zu verteidigen, damit sozusagen die schnellen Truppen ihn verteidigen können. Muss man Lord, ihr könnt auf uns ein, wohin gehen wir? Allzeit bereit. Und es hat tatsächlich funktioniert. Womit kann ich dienen? Damit ist jetzt schon Ende sein müssen. Uns entgeht niemand. So, das ist das Geile bei diesen zweigen Zeit. Du kannst einfach deinen Verbündeten verteidigen komplett. Ah, shit, er hat dein Tor ausgenommen. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Zack. Zur Stelle! Das ist verloren. Also die eure Beliebtheit ist verloren. Steigt. Zum Rokum? Also war das so da, du. Alles gut. Genau. Okay, hast du Kontrolle. Okay. Ilani Hayatil Auto. Ja. Das hab ich einfach so durchgemacht. Ich aber ganz schön viel dritte Bootschützen aufgefahren. Achtung! Schlecht, tut mir leid. Von der Pike aufgelernt. Leider ein bisschen hängen. Aber das wird auch schon so passen. Und los! Von dem guten, der jungen Pleite. Eure Befehle? Ah nee, sorry, Zigeuner ist auf der anderen Seite. Es war Jung und Pleite, die ich gespielt habe. Entschuldigung, also Flora. Erreichbar. Er hat die Bogenschütze gewastet. Schulter, die Wehr spießt am meisten hat ich verwechselt gehabt, genau. War ja vertauscht. Also war das so da, du. Gebäude stehen in die Flammen, Sire. Was wünscht ihr? Der Marsch wird uns gut tun. Und darf er sein. Brennt. Ich dachte, ich hätte das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh nein. Oh mein Gott, ey. Neue Dinger bauen. Das Glück, nur Häuser. Eure Beliebtheit sinkt. Ich hab's nicht gesehen, ich dachte, ich hätte ihn gehabt, aber anscheinend hat ihn doch nicht gehabt. Alles gut. Das war ein bisschen nervig. Hi. Es werden Waffen benötigt, so, Sire. So. Jetzt fahre ich mal was auf. Shit, hier sind zwei Ausgaben drin. Oh mein Gott. Kommen hier rein. Euren Wunsch. Das oh mein Gott, das bett er. Es ist so das Spiel, ist ein reines Mess. Es ist ein reines Mess. Es ist einfach kein gutes Spiel gewesen von uns. So, ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. In Ordnung. Genügend Löscharbeiter brauchen, das ist richtig. Ei, es werden Waffen benötigt, Sire. Genau, einfach genügend Löscharbeiter brauchen. Wir kennen das Ganze, ja? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Das Volk liebt euch, mein Lord. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Aber warte, ja schon wieder so viele Meuchelmörder her. Er geht ja nur noch mit Meuchelmörder wieder. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Sire? Eure Lordschaft? Zu Diensten. Kannst du mit dem Fiefen mit aushelfen? Ja, kann ich. Schultert die Waffen. Lol. Was wünscht ihr? Nieder mit ihnen. Hey, und von der Pika auf her spießt am meisten in Ordnung. Nieder mit ihnen sind gegen niemand. Was gibt's eure Lordschaft? Zu Diensten. Schultert die Waffen. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Guten Morgen, eure Lordschaft. Es ist so spannend gewesen. Ja, irgendwann immer was so musste, es war ja, muss super, super spannend. Waffen geschultert. Vielleicht hilft das ja. Ja, ich muss eigentlich einfach mal ein bisschen hier meine Wirtschaft stabilisieren. Ich habe mir noch nichts zustande gebracht. Okay, also okay, das ist die Zigeunersburg. Also im Prinzip seine Wirtschaft ist hinten komplett ausgelagert. Und hat seinen Boxzang hier eingemauert. Das ist erlaubt tatsächlich. Es gibt da so ein paar Regeln, dass du, glaube ich, zweimal was umbauen darfst. Also einmal pro Teampartner. Und darfst tatsächlich auch noch zweimal so einen Wassergraben bauen. Mehr darfst du halt nicht bauen. Da gab es so ein paar Ruling-Geschichten, dass du halt da halt aufpassen musst, was du halt baust.
Ja, ja, also aber der Rockstar kommt gar nichts. Da könnten wir natürlich auch. Wenn du ein paar Sachen wieso? Was natürlich sehr cool wäre, wäre so bei Ihnen, wenn du baust oder ich, damit das Ziel einfach reinzugehen. Was wünscht ihr? Ich glaube nicht, dass er dann eine Chance hat, da irgendwie was mit auszuhalten. Ich baue mal ein paar Briten bei dir in der Nähe, okay? Ich baue erstmal ganz kurz. Ja, warte, kriegst du? Eure Sander baut, sagt Briten, er baut Assassinen. Warum auch nicht? Verbündeten. So? Danke, das ist sehr nett von dir. Oder willst du noch mehr? Ich hab gleich wieder nicht. Hi. Ich hab gleich meine Politiker wieder am Laufen. So. Aber dieses Unterstützen von gegenseitig ist ganz wichtig. Teamarbeit ist das A und O. Deswegen war auch immer Private Call. Sozusagen. Das hart. Lass mich erstmal ein paar Schilde bauen. Oder mach du ein paar Schilde vielleicht einfach mit deinen. Ich hab grad keine richtige Dominanz auf den Dinger. Bau du ruhig Schilde. Es werden Waffen benötigt, Zeit. Er hat ein paar Mann gebaut. Ich hab das zu spät gesehen. Ich hab das nicht gesehen, dass er so viele Mann gebaut hat. Ist nicht so schlimm. In Ordnung. Nano, alles geklärt. Al-Masira tut Tawila. Aschafra tut Hart. Wir haben nicht genügend Gold. Also wie man sieht, die rennen deutlich schneller. Das ist nur, wenn ihr mit dem, ja, ihr könnt ja diesen, ja, den Pfeil aus, diese Flagge rausnehmen, wohin die halt laufen sollen. Und damit sind die halt ungefähr fast so schnell wie Maceman. Das ist unfassbar krass. Wenn die normal rennen, dann sind die viel langsamer. Das ist hier einfach gleich ein Schuss, dass ihr ihn rushen. Ihr habt nicht genügend Gold. Aber was für schön ist, das erste Mal im Turnier OCP gespielt. Ja, schießt Song und Jörn bedient. OCP einfach. Entschuldigung, das war der Falsche. Und das ja, wenn du schaffst, von hinten rein. Einfach ja, bei sich. Außenrum. Außenrum geht das? Ja, unten rechts bei der Hoffnung vorbei. Fahren vorbei. So, zack. Und hier hin. Okay, in seine Eco voll rein, also. Durchmarschieren. Und jetzt will ich einfach in seine Eco durchmarschieren. Zu Diensten. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Herr Pieken. Schultert die Waffen. Vorwärts, wenn ich so ein Fan von Pieken sind, ist das gleiche wie das KI-Argument. Relativ schnell zum einen, sehr tanky und machen sehr viel hohen Schaden gegenüber Gebäuden. Das sind halt drei Vorteile, die sind extrem nice. Der einzige Nachteil ist natürlich, sie machen nicht so einen hohen Schaden gegenüber normale Truppen. Da muss man so ein bisschen gucken. Da sind auch schlechte welche zur Verfügung stellen. Was wünscht ihr? Von der Pike auf gelernt. Okay, dann machen wir jetzt. So, einfach auf Lord hoch. Hab ich mir erst gedacht. Brauchst du wieder Nahrung? Kann ich mir Nahrung zurückschicken? Kannst du ruhig geben, ja. Ruhig, ja. Weiß aber nicht, ob das nicht zu greedy war. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, Lord. Euer Gnaden. Ich muss ganz verkaufen. Ist gut. Hi. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich glaube, ich habe auch voll vergessen, dass die erst zum Lord laufen. Und was für einen Weg die nehmen. Ich hab euch drauf klargekommen, was für einen Weg die Assassinen nehmen, weil ich den Weg vergessen hab. Guck mal, er läuft einfach direkt durch die Verteidigung des Gegners. Das ist wahre Macht. Das ist aber alles wirklich. Oh Gott, die machen mir das ja so schlecht zahlen gerade. Egal. Mein Akku lebt klar. Hast du seine Zeug? Nein, das ist dein Du. Hast du den Block? Bist du, oder? Nein, alles klar. Warum hast du nicht mit dem geschickt? Hab ich doch. Aber sie haben mich total komisch aufgepackt. Jetzt muss ich sie aus Raven zurück zu Border. Das war das Problem. Ich muss immer einmal schicken. Lass mich alles einmal schicken. Ja. Eure Leute. War eine Idee wert. Auf dem Weg. Auf freie Lotus. Hört auf freie Lotus. Der hat Ahnung. Ich kann jetzt ein bisschen deine Eco davon. Einfach alles zerstört, was du findet. Es werden Waffen benötigt. Auf dem ich mit einer Waffe mal einfach zu wenig gebaut. Mein Bild war nicht gut. Wert man halt einfach, wenn man nur eine Stunde trainiert für 10 Maps, kann nicht viel mehr rumkommen. Ich hatte ja echt wenig Zeit und dementsprechend ist das halt das Ergebnis. Was willst du machen? Winston! Okay. So, einfach mal alles zerstören. Ich schicke meine Pikachu auch nicht mehr als. Der Marsch wird ins Gut tun. Also beide Seiten dürfen die mehr als 100 Bogenschützen einsetzen. Das heißt, arabische, europäische und. Also alle, die auf dem Turm sozusagen mal drüber sind. Slinger auch. Ich schicke mal verschiedene Sachen überall rein. Damit ein bisschen Druck geht. Was wünscht ihr? Aber gern. Also da muss man halt aufpassen, wie viel man hat. Ich weiß nicht, woher. Du. Ja. Und alles hinten rein. Einfach hinten rein. Okay. Was einfach rein. Alles hinten rein. Irgendwas bei mir hinten rein. Pass auf. Vorwärts, Pikiniere. Wer schmuckt? Und wieder mit von der Pika. Wer schließt am Pika? Uns entgeht niemand von der Pika. Wer schließt von der Pika? Wieder mit ihnen sind. Wichtig, Hardcounter für Piken, Mäuchemörder. Weil die so einen hohen Attack damit haben. Okay, der Pika auf, wer spießt am meisten auf? Eure Lordschaft? Dafür hat er aber extrem wirklich Schaden. Ich hab seinen Konsprecher bekommen, ich hab ein paar Sachen gekriegt. Ich krieg gar nicht überall. Okay? Genau. So reicht mir komplett hohen Schaden. Okay, er schickt jetzt ganz viele Schilde nach vorne. Hervorragend. Gut, das bringt ihr nicht sonderlich. Einfach auf die Waffenkammer gehen. Falls ich da noch welche Waffen drin sind, immer Fokus drauf gehen. Hätte er mich jetzt angegriffen, einer von den beiden, hinten raus, ich hätte es nicht gemerkt.
Und ich hatte auch eigentlich keine gute Verteilung hin. Also er hätte mich easy holen können. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Na, Lord Ball. Lernen. Na gut, ein paar Gründe. Bogenschützen wären da gewesen. Es fast Digger von Karl Lotus da. Also, bis was wäre da gewesen, aber halt nicht genug. Wenn du es gut geteilt hättest, hättest du es auch hingekriegt. Aber wir schaffen das. Ja, vielleicht. Ich glaub schon. Ich hab keinen Druck mehr vorne. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Sire? Waffen so, geschultert! 49 habe ich jetzt. Schaden war schon ziemlich massiv. Du hast auch ein paar Mäuche weiter hinten. Regel ist halt 100 Bogenschützen für beide Seiten sozusagen. Schultert die Waffen! Ich weiß gar nicht, warum ich mehr. Ich war so im Stress, ich wollte eigentlich nur 50 Armbogenschützen. Alle, ja, vorne alle sind ja schon bereits gestorben. Hab aber trotzdem mehr gebaut, weil ich. Ich glaube, ich war am Denken einfach mehr bauen. Ich war einfach so im Fokus. Es ich habe nicht gekriegt, dass da so hoch oder so. Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ich habe gesagt, das Volk liebt euch, mein Lord. Ich habe mir gesagt, so mache ich gar nichts. Die Passliga da vorne und das war's. Brennende Bogenschützen zählen übrigens nicht dazu. Das ist separat 80 Stück pro Spieler, soweit ich weiß. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Zerstört gerade die Wirtschaft komplett. Zerstört die Außenwirtschaft. Also, ja, man macht schön alles nieder, was geht. Komplett rein. Wir können ihn jetzt, theoretisch können wir den Orangen jetzt voll angreifen, wenn du ein paar Assassinen. Du machst es kaputt gegangen gerade. Wenn wir jetzt Assassinen haben, wäre das sehr nice. Bereit, eure Lordschaft! Ei, es werden Waffen benötigt, Sire. So. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir jetzt konkret erlitten haben. Das sind eher. Das ist wahre Macht. Aus Unterstützung ein paar Assassinen. Einfach bei mehr Orangen, verkauft. Ich hab so viel Gold. Der Lord, ihr müsst einfach das Gold mal nutzen, Lord. Das könnte funktionieren. Das ist der Lord auf der anderen Seite jetzt. Nee, der ist... Okay. Dann machen wir das. Es werden Waffen benötigt, Sire. Weiß ich. Noch größer bin ich, hab keine Ahnung. Glaub ich. Ja, du bist größer. Schaffner, du hart. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Also, okay. Assassin war übrigens unendlich. Nahkämpfer grundsätzlich unendlich. Da gab's kein Camp oder so. Du kannst viel bauen, wie du willst. Ist jetzt keine Ernst oder so. Nur bei den Bogenschützen, weil das gerade total extra krass ist. Wenn du einfach die mit 500 Armbrustschützen nicht hochbaust, kommt da kein Mensch mehr durch. Dementsprechend muss mal. Was wünscht ihr? Der Marsch wird uns gut tun. Nichts, aber. Auch nicht super dringend. Ich stationiere ein paar Truppen bei dir. Schaffner, du hart. Ich hab da 48 Assassinen. Also meine Idee war sozusagen hintenrum erst den Zigeuner zu killen, weil er eigentlich gefährlicher ist. Oder es waren eigentlich beide ziemlich down schon, weil Kartenspeicher weg, Waffenkammer weg. Wenig Möglichkeiten zum Zurückkommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass Zigeuner stärker immer noch im Spiel war als der gute Flo. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, pleite. Ja. Wieso? Weiß ich nicht. Ei. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Nicht, dass es nicht erlaubt ist. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay, müssen wir bereit, den Orangen eigentlich auszumachen? Ich hab jetzt 48 Assassinen, oder? Das reicht, brauchen wir noch mehr. Oh, stimmt, ich kann dir gerade angreifen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Du kannst aber versuchen, erstmal zu regeln. Okay, ich kann nicht. Nieder mit ihnen! Eine gute Kombination. In Ordnung. Ja, ich krieg gerade nichts mit. Gut, dann, N, hier, und, rauf. Gut, jetzt geht's los. Alter, jetzt tötet er meine Häuser hier hinten, Shit. Brauchst du pieken? Eure Lordschaft? Ich brauch einfach irgendwas, was mir hier hilft. Auf dem Weg! Boah! Guter Counter übrigens von Zigeuner, also sehr gut mit den Assassinen gecountert. Habt ihr auch schon. Da steht ja gar viel Zeug bei mir an. Noch nicht. Und jetzt. Hoch. Einfach hoch. Na, auf allen Seiten. Nicht meine Bier schenken. Nein, das gehört uns, Mylord. Okay. Next one. Direkt drauf. Die Waffenkammer ist voll, Mylord. Direkt mit Der Marsch wird uns gut tun. Das war jetzt kein Profi-Game, aber Hi. Ich finde, wir haben es gut gemacht. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle! Am Anfang hatte ich richtige Probleme. Der Marsch wird uns gut tun. Hatte ich richtige Probleme gehabt mit. Du hast gecarried, Sanne. Alter, ich habe nichts gehabt, dann bin ich aufgebaut. Und ich hatte am Anfang noch riesig geblieben, das Problem gehabt. Das ist ja nice. Zu Diensten. Einfach bestes Team. Aber gern. Das ist so dämlich, die Assassinen. Ich wollte die Assassinen einfach kurz zurücksetzen, damit die gemeinsam mit den Piken angreifen, weil die Assassinen sind so vulnerable. Und dann habe ich die falsch getimed. Das ist so dämlich. Ja, ich. Hi. Es war eine schwache Situation, weil ich Waffen benötigt, einfach drauf marschieren. Nicht mehr. Warum reißt du nicht an? Der Mann ist unsere Truppen. Sag doch was. Ach, du gehst. Ich wurde meine Gruppe falsch geparkt. Das meine ich halt. Sorry. Das ist so dämlich. Schultert die Waffen. Der Marsch wird uns gut tun. Und los. Einfach haut mein Brot. Lang das marschieren. Tötet seine Truppen!
So, meine Idee war jetzt, ich hätte natürlich die Leute hinterherlaufen können, aber meine Idee war tatsächlich erstmal die Truppen auszuschalten, also das, was gefährlich ist, und dann die Lord zu killen. Der Lord verschwindet, damit er keine Chance mehr hat, überhaupt irgendwas zu machen. Was wünscht ihr? Hi, wie ihr befehlt. In Ordnung. Trotz der Gefahr. Eure Lordschaft? Zu den euch ein Herz, Bruder. Es wird ein harter Kampf. Befehlt. Vorwärts, Pikiniere. Auf dem Weg. Trotz der Gefahr. Was wünscht ihr? Euch ein Herz, Bruder. Na, nur alles klar. Hi, es wird ein harter Kampf. Sire? Es kommt halt von allen Seiten. Es kommt halt von wie ihr befehlt. Trotz der Gefahr. Euch ein Herz, Bruder. Eure Lordschaft? Du musst halt immer wieder drücken. Du musst immer wieder spam. Drücken, drücken und Angriff. Die ganze Zeit. Es wird ein harter Kampf. Das ist jetzt nur noch eine Formalie, Kari. Schultert die Waffen. Verzeih, wie ihr befehlt. Verzeih, trotz der Gefahr. Was wünscht euch ein Herz, Bruder? Hi, es wird ihr befehlt. Trotz der Gefahr. In Ordnung. Fasst euch ein Herz, eure Lordschaft. Ein harter Kampf. Das gehört aber dazu. Warum erst es hin? Zu Diensten. Ja. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Hi. Wie ihr befehlt. So, die Piken sind relativ schnell. Eure Lordschaft, der Gefahr. Ist voll, mein Lord. Also die Piken sind schneller als der Lord. Was ist euch ein Herz, Bruder? Die Burg gehört uns, mein Lord. Waffen geschultert. Ich hatte kaum Briten, ne? Das Wurmschützen haben wir, glaube ich, auch nicht gehabt. Geh, geh. Also wenn du 100 Armbrustschützen hast, ich das Ding gebrauchen. Nein, hab ich nicht. Sie. So. Es haben wir nochmal kurz diskutiert wegen den Bogenschützen. Ich hatte es aber geprüft, es war alles okay. Er hatte nämlich kaum was gebaut gehabt. Aber nun so, ich hatte, glaube ich, 60 oder so um den Dreh. 65 maximal. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in Spiel 2 direkt rein. Müsste das hier sein. Das war deren Homemap. Übrigens, die haben wir gar nicht trainiert. Hardgrain kennt ihr aus dem ersten KI-Kampf, genau wie Rupture. Ich fand ganz cool. Die Maps sind eigentlich ganz cool ausgewählt für das Turnier. Und da würde ich sagen, los geht's. Hey, let's go. So, hier auch auf Qualität wollen wir natürlich auch schauen hier. Meine Güte, YouTube, ey. Und nicht runterscrollen hier. Was wollen wir hier? Gute Qualität. Wie glaubt ihr? Perfekt. Hat sich den Fall gebraucht. Also, kurz zur Strategie. Ich bin oben, Defender, Kreis unten. Für die ganze Farm-Eco. Weil er ist ja jemand, der liebt es zu Eco, der liebt es zu scalen, der liebt es einfach extrem groß zu werden mit den ganzen Truppen und so weiter. Dementsprechend passt es halt alles. Und, ja. Los geht's. Das muss ich direkt das nicht mein Lord. Ja. So. Idee war bei mir einfach Seasoning. Jetzt gehe ich auch auf die, Bierschenke direkt am Anfang. Ist immer sinnvoll. Und am besten Seasoning zu bauen. Das heißt, immer verschiedentlich die Farmen, dass sie halt verschiedene, hier glaube ich, drei Stadien oder nicht vier. Platzieren, mein Lord. Und dass die Verstallen immer unterschiedlich sind. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Weil der Bauarbeiter an alle Farmen gehen kann, wenn seine eigene Farm gerade am Blüten ist, geht er zu anderen Farmen und sammelt da einfach ein. Das heißt, im Prinzip kannst du es unendlich krass scalen. Und das ist natürlich schon sehr mächtig. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25. Ihr könnt das nicht. 40 Holzfäller, ich habe keine Lust mehr gegeben, ich brauchte nicht so viel Holz. Dort platzieren, er soll das alles haben, seine Brot-Eco. 14. Egal. 15. Genau. Es dürfen immer exakt 15, Holzfäller halt. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Hä? Das Bier. Nicht vergessen. Ich hab schon Bier. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2. Jetzt Stein, ich vergesse gesagt. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Richtig. Kann man hier hinten bauen. Zack. Und kann man hier bauen. Langsam zwei Steinbrüche. Ich mag das nicht, wenn ich so langsam. Dann zack. Alles gut, alles zack. Schön. Ihr habt nicht Stein genügend verkauft. Güter. Braucht man nicht. Und weitere Farm bauen. Das ist jetzt kein gutes Seasoning gewesen von mir. Wir sind nicht so unterschiedlich, aber gut, ist dann so. Wir benötigen Holz. Erstmal wieder ein bisschen was hier. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Sehr klassische Xander, einfach ein paar Ambus schützen. Auf der anderen Seite wir übrigens Zigeuner unten und der Florian oben. Und ja, ein paar Eisenbier natürlich, alles was sozusagen möglich ist, was safe ist, immer mitnehmen. Und dann ist ja Hardgrain, also in dem Fall viel Eisen bauen. Einfach vollkleistern, bis alles voll mit Eisen ist. Die Eisenmine muss auf Eisenerz gebaut werden. Eisen auf jeden Fall. Kriegmacher. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Xander hat schon wieder vergessen, den Abusmacher zu setzen. Stimmt, ich muss Eisen bauen, das habe ich gleich gemacht. Danke Eine Hauptfarm für die Konstanz. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Auf jeden Fall mal gut. So gut. Hier, guck mal, da steht einfach Samu. Samus Hardgrain. Der hat einfach Kreilotus weggemacht. Vorher steht da Kreilotus. Einfach Samu reingeschrieben.
Ja, kleine Freche. Haben schon mal ein bisschen was. Hat übrigens uns relativ, bis auf einer Sache, gut, das werdet ihr aber noch sehen, gut von den Ruling her auf geachtet, dass wir das alles gut machen. Genau, Assassin's Proof Wall. Leute, die es nicht kennen, Assassin's Proof Wall ist, wenn du halt einen kleinen Wall setzt, also vorne einen kleinen Wall und dahinter halt einen großen Wall, weil die Assassinen können dann nicht über beide Wälle drüber gehen. Dementsprechend Assassin's Proof Wall. Wichtig zu merken für KIs oder was auch immer, das dann halt zu bauen. Man muss es halt schon wissen, wie man es macht. Und eure Beliebtheit sinkt. Yeah. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Wir benötigen Steine. Ich hätte noch nicht gewartet, bis das erste Eis reinkommt. Für die Eisenproduktion. Ich habe ja erst gewartet, bis Eisen kommt. Dritter Steinbruch, einfach weg. Einfach snacken. Alles meins. Der verkauft wieder wahrscheinlich. Ich sage wahrscheinlich. Also es kann auch sein, dass er jetzt anders vorgeht. Genau. Der Sperrproduktion war, ich habe eben gesprochen, war anscheinend nur zum Verkauf da. Ich dachte, wäre auch ganz cool gewesen, er baut irgendwie so 5, 6, 7 Sperrmacher und spammt dann einfach mit so 100 Sperrträgern und marschiert einfach durch, weil die ja rennen können. Und dementsprechend können die auch schon gut Schaden anrichten, wenn sie nicht stark sind, aber sie sind halt ultra schnell. So, ich bin kein Fan von Assassinen. Tschüss. Ja. Ciao. Ich, meine Aufgabe ist einfach nur zu überleben. So, das ist mein Job. Zigeuner, sie das können wir noch relativ häufig bauen. Zack. Ja, nein, das ist nicht einfach nicht so. Er wird sich gleich mit dem Muschel und Schild angehen. Damit rechne ich. Musst du aufpassen. Und ich habe gar keine Steuern, deswegen kacke ich gerade so ab. Steuern habe ich gut. Schon. Auf minus 8 sogar konstant. Oh, fuck. Unsere Schatzkammer leert sich. Bisschen Zeit haben wir noch. Gold, och, Steuern. Och, also, dieser Aufbau, merkt ihr, okay. Ist deutlich aber stabiler durch die Bierproduktion als die letzte Spiel, ich muss ich sagen. Und unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Warum ist das am Anfang Gold zu hasseln? Ach. Ob ich auf 90 Bevölkerung gehe, ganz klar, 3 Bierschenken, jeweils 30 Bevölkerung plus 8. Easy going. Okay. Höher gehe ich erstmal nicht. Okay, Bier, Eko steht, Waffen, Eko steht. Das sieht zwar alles sehr, sehr sauber aus. Bin ich unzufrieden aktuell, wenn ich ehrlich bin. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Ich hatte gedacht, dass ich ein paar mehr Armbrüste alles bauen. Sauber, alles clean. Bei Holz ist ja eigentlich genug da. Und Armbrüste kannst du ja auch gut verkaufen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich hätte aber eigentlich mehr Rüstungsmacher bauen sollen. Dahin, euer Gnaden. Noch mehr. So, kein Stein, das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Ich verkaufe keinen Stein, wieso? Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ich will jetzt ein paar dicke, fette Türmchen bauen. Klingt doch gut, oder? Hier ist schön an der Mitte. Aber die Idee war, ich wusste halt nie so ganz, wo er kommen kann. Hatte gedacht, der einzige Weg, wenn jetzt Assassin's Proof Wall da ist, und ich werde ja sehen, dass er die angreift, war dann sozusagen so eine Art Halbkreis zu bauen, dass ich die Truppen zwinge, außen rum zu laufen. Das werde ich gleich noch sehen. Zack. So, jetzt geht's gleich los mit keiner Eile. Und jetzt geht's schon los? Gleich. Noch ist entspannt. Ach, noch gar nichts. Noch kann's entspannt sein. Die Eisenmine muss auf Eisenerz gebaut werden. Die waren halt eine fette Burg gebaut. Oh, Alter. Oh ja. Das ist ja eigentlich alles die da. Ist fett gewesen. So fett ist meine Burg. Hat er sich auf jeden Fall was. Hat er sich auf jeden Fall was dabei gedacht? Und einfach alles abwollen. Xanders Strategie ist einfach alles abwollen. Relativ einfach sozusagen. Und somit den Gegner einfach nicht durchkommen zu lassen. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Und es geht los! Bereit, eure Lordschaft! Auf die Welle! Meine Idee war relativ schnell Armbrustschützen zu produzieren. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, einfach alles zu spammen, um ihn von verschiedenen Seiten einfach hinzuhören. Er schreibt jetzt Kai Verwarnung hin, die ist falsch, da hat sich Daniel geirrt, weil er dachte, dass Kai Lustig, glaube ich, sich doppelt einwollt. Weil er dachte, dass ich auch eingewollt bin, aber er sieht bei mir erstens keinen Kreis, der rundherum rumgezogen ist. Und zweitens habe ich ja gesehen, ich habe eine Lücke offen. Das heißt, er durfte sich zweimal abwollen. Das war im anderen Spiel bei Daniel aus, das haben wir dann geklärt. Die Verwarnung hat Kaidos ein bisschen verärgert, verständlicherweise. Es war nämlich keine richtige. Kurz nochmal dazu, weil es kam Samurai und sozusagen zu Unrecht verwarnt. 23 Stück. Bau, ich brauche keine. Warum? Ich? Warum krieg ich sie? Ach komm, es werden Rekruten benötigt. Wir sind zur Stelle. Wir werden überfallen. Schultert die Waffen und entgegen niemand. Ganz viele. Ich habe einen geschossenen Ring. Ei. Es werden Rekruten benötigt, sein. Ganz viele. Genau, unser Ring. Genau. Und sein Ring war auch nicht mehr geschlossen. Das war hier, Zigeuner, ich hab schon ganz Armbrustschütze und mein Tor. Achtung! Vorwärts! Was wünscht ihr? Der einzige Glück ist, dass Zigeuner keine Schilde hatte.
Hier auch meine Discord. Der Pika aufgeladen. Also mit Schild genau. Und ich. Das war kein guter Trade. Ich weiß nicht warum. Und los! Hi. Na, wer spießt am meisten auf? In Ordnung. Wieder mit Ihnen. Eure Launcher. Genau. Es geht hier um geschlossen und es geht um zwei angefangen. Und das ist so falsch. Das Rudik ist so nicht. Geht niemand. Zu Diensten. Haben uns doch mal. Ach, es werden Waffen benötigt. Sein. Ich brauche keine gültige Verwaltung. Es werden Waffen benötigt. Scheier. Waffen geschultert. Du Bescheid weißt wegen Limit. Okay. Ja. Schultert die Waffen. Gebäude stehen Flammenfeuer. Ach, das soll ich mir aufs Limit. Beim letzten Spiel fand ich ein bisschen zu viel gebaut. Hatte ich das Gefühl. Ei. Es werden Waffen benötigt, Zeit. Steht eigentlich sehr, sehr gut da. Was also wünscht ihr? Funktion läuft. Aber gern. Laufen, wunderbar. Ach, doch. Es werden ich Waffen weiß, benötigt, Zeit. Ei. Nichts der Krasse, aber es ist halt ein Aufbau mit dem. Okay, ob ich sehr gut klar, ich kann mit dem Pink sehr gut spielen. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Keine Ahnung. Und ich habe nicht verstanden, was die Girl da macht. Ich hab gesagt. So sieht der andere Seite, was eine Festung da gebaut hat. Sehr defensiv, aber auch kann schwer Sigurd unterstützen, weil seine Truppen noch sehr konzentriert sind. Naja, ich hab, kannst nicht vorhin den Angriff unterstützen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk liebt euch, mal aus. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Also, was war das Volk? Was? Warum machst du was? Jetzt? Piken. Eure also, Verbündeten. Nicht viele, aber ihr doch, könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das ist nicht viel, aber immer etwas. Weiß, ob das dir hilft. Wie viel hat er denn das? 78 Assassinen. Ach, Tom, es werden Waffen benötigt. 78, das war so viel. Also wir haben das Ziel gehabt. Ja, die Idee war einfach, wir das Ziel uns einfach tot zu machen. In Ordnung. Deswegen muss ich auch sehr aktiv spielen. Okay, die Piken sind, wo sind denn, wo denkst du, sind die Assassinen? Was meinst du? Vermutungen? Ei, es werden Waffen benötigt, Sire. Hätte sein können. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Wohin gehen wir? Und Marsch! Eure Lordschaft! Zur Stelle! Achtung! Turnwaffe, Mann. Okay. Soll ich mit angreifen? Ja, bestimmt gleich zu mir kommen als erstes hin. Eure Lordschaft? Und nicht hier platt machen. Oder der andere, wenn ja, du jetzt komplett. Alter, der fiese Abrüstung aus, aber sich. Absolut krass. Wollen wir Zigeudinger ausmachen? Mit seiner Offensivität? Ach, du hart. Eure offensiven Power? Zu Diensten! Der Marsch wird uns gut tun. Okay, Da kommt sie! Okay. Weißt du, ist so geil, ich sag einfach, dass wir angreifen sollen. Ich sie ruhig raus, kein Problem. Ich halte sie. Wie können wir am besten das Tor aus von ihm, oder die Burg von ihm überhaupt einreißen? Es werden Waffen benötigt, Sire. Schultert die Waffen. Vorwärts, Pikeniere. Das ist ganz gut. Okay, keine Lust mehr. Was? Oh, du konntest lieber keine Lust mehr, der hat schon fertig. Okay. Er hat eine Feuerballiste bei mir, alles klar. Kannst du einfach mit Piken oder so ankommen? Dass wir mit Piken sein wir werden überfallen! Du hast auf Piken davon. Kannst du deine Piken-Assassinen einfach zu ihm schicken? Dann mach ihn platt und mach ihn danach schwarz. Ja, kann ich. Was wünscht ihr? Vorwärts. Der Marsch wird uns gut tun. Und Assassinen auch vorwärts. Ich schick sie hin. Ja, geh die Bar. Ich glaub, das reicht nicht, was er denn schickt. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Assassinen! Bei dir! Nein! Das war so ein bitterer Trade für uns. Ah, der Trade hat. Der Kampf. Lagesarmee! Egal. Ah, shit. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab bei mir jetzt. Das tat so weh. Das tat so unfassbar weh. Wir brauchen Schilde vorne wieder. Ich greife seine Eko, aber schätze davon. Mit ein paar Piken. So ein paar. Mit ein paar Assassinen. Und ich greife jetzt einfach frontal. Greif einfach. Es werden Waffen benötigt. Ich geh doch rein. Greif die Mauern an, genau wie du. In Ordnung. Eure Lordschaft? Dann einmal durch. Nicht da, wo der Wassergab ist. Auf der anderen Seite. Okay. Andere Seite. Links, beim ja. Ich bin da. Ja, steht die ganze Zeit eine Bogenschütze da. Das ist einfach Zigeuner down kriegen. Die Idee war einfach zu weit auf einen zu gehen. Wir haben nämlich gemerkt, dass der Zigeuner von dem anderen nur so ein bisschen Bogenschützen unterstützt bekommen hat, so ein bisschen Briten, ne? Aber so richtige Unterstützung war halt nicht da. Also es war jetzt nicht so, wie wir beide sehr koordiniert. Er wurde ein bisschen allein gezeichnet. Hi, es werden Waffen benötigt, Sire. Und das haben wir natürlich einfach eiskalt ausgenutzt. Ganz einfach. So. Schultert die Waffen, dein harter Kampf. Einfach hoch. Was wünscht ihr? Schick die Piken, alles rauf. Ja, alles er hat zwar noch Feuerwerfer gebaut und jetzt seht ihr die mächtigen Piken. Das ist. Er hat Feuerwerfer von der Pike aufgeladen. Aber viel zu spät. In Ordnung. Wer schließt am meisten auf? Auf dem Weg. Aber gern. Vorwärts, die Gräbers. Auf dem Weg. Aber gern. Nieder mit ihnen! Yes, ja, ich hab ihn, Kill! Witzigerweise kriegt Kylos den Kill. Ihr müsst euch das geben. Ich schick da 1000 von Piken auf und Kylos kriegt den Kill. Das ist so.
Nice. Eure Lordschaft? Gut. Vorwärts, ich gehe Pieken hat einfach so witzig. Pieken einfach so fucking OP. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Es werden Waffen benötigt. Ja, das heißt, OP ist dein Feuerresistent. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay, das reicht halt. Entweder so irgendeine Verzweiflungstat, da bin ich mir sehr sicher. Guck mal, Alter, was bin ich alles in der Source? Ich hab 6000 Gold. Ja, moin. Aber mehr Waffen, ihr kommt. Hi. Es werden Waffen benötigt, Zaya. Okay, ich hab mehr Schilder als... Wollen wir gleich direkt auf ihn gehen? Ja. Oder wie sieht's aus? Direkt drauf. Ich hab keine Assassinen, ich hab aktuell nur Piken. Passt schon. Einfach auf den Türme, vorne. Auf dem Weg. Angriffe. Schultert die Waffen. Knapp. Hi. Genau, Farmwelle war auch so ein Thema im Looting. Wir haben bis heute keine Ahnung, was mit Farmwellen gemeint ist. Was soll ich sagen? Es werden Waffen benötigt. Allzeit bereit. Der Marsch wird ins Gute. Vielleicht reicht es ja. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Okay, also rauf. Ja, das ist sozusagen was nur noch der gemeinsame Angriff auf den guten Okay, was bleibt mir an? Hi. Die Mauer vor dem Turm. In Ordnung. Mauer vor dem Turm. Aber merkt ihr, was da alles steht? Wichtig, wenn der eine Teampartner stirbt, darf der andere natürlich sofort 100 Armbrustschützen bauen und 100 Fernkämpfer in Verteidigung haben. Das heißt, dann ist natürlich mehr, guck mal, wie viel Magen da steht. Das wird ja aus dem Turm gehen. Und Magen setzt niemand. Und meine Idee war halt, erst frontal zu greifen, bis er das Tor aus hinten gesetzt hat. Und mich dann dazu entschieden hat, dieses Tor anzugreifen. Er hat ganz viel Briten aufgebaut, ohne Schilde. Mann, der hat. Aber gern. Vorwärts, wir werden von der Pike aufgelernt. Wir werden überfallen? Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Ich weiß nicht, wo. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Na, wer spießt am meisten auf? Einfach. Auf dem Weg. Ich kann das halt Tor nieder mit ihnen. Die Mann machen zu viel down, damit ich Deckung habe. Okay. Vielleicht besser. Dann kannst genau, die Idee wäre, sich aufs Tor zu greifen, weil die Mann können da nicht so schräg schießen, so ganz komisch. Es das können die gar nicht benötigt, richtig. Und, Und wenn die eben niemand, all der Pike aufgelernt. Na, wer spießt am meisten auf? Nieder mit ihnen. Und es geht von der Pike aufgelernt. Aber es ist egal, ist einfach. Was die regeln ihr? Das schon. Die regeln das schon. In Ordnung. Ich hab durch, und drehen es halt tatsächlich. Das ist so krass. Zu Diensten. Und los! Rücke aus! Da steht ein Teil meiner Armbrustschützen runter, um zu zeigen, nochmal Druck auszuüben. Was? Schultert die Waffen! Verdammt, wo ist der Lord? Was wünscht ihr? Hi. Lord ist weggegangen, ich hab es nicht gesehen. Ich hab die Türme auch nicht gesehen. Wer spießt am meisten auf? Damit er sozusagen die Waffen aber gern. Kann. Eure Lordschaft? Auch wenn die Piken nicht viel Schaden machen, aushalten zu sich die besten. Schultert die Waffen! Ich hab gleich keine Piken mehr. Down ist der Lord! Alles was gut, ihr befehlt, Gefahr! Hi, fasst euch ein Herz, Brüder! Ich hab keine Chance. In Ordnung. Vorwärts, Pikeniere! Einfach. Eure Landschaft wird ein harter Kampf. Da kommt mein Assassin. Ja, Mann. Bros. Auf den Nord. Greif ihn an. Wir haben die Herrschaft über die Brücke erlangt. Die Waffenkammer ist voll. Ich fand's gar nicht so verkehrt. Ja, ich finde auch, wir haben's gut gemacht. Zu zweit macht's einfach so viel mehr Laune als alleine. Ich sag's dir. Das ist so geil. Macht's halt wirklich. Dass du mich gewartet hast, dass der Zigeuner kommt. Ich glaube, Armbrustschützen ist schon eine gute Wahl, weil du so wenig Bogenschützen zur Auswahl hast. Ja, boah, schon gemacht. Nice, richtig geil. Oh mein Gott, ich bin echt happy, richtig glücklich. Hätte ich gar nicht gedacht, echt? Tatsächlich. Ja. Und mir Eisen natürlich, weil ich hatte ja nicht. Ja, Eisen natürlich. Ich war richtig glücklich. Stein, hast du mehr? Ich habe jetzt spät den dritten Steinbruch plötzlich gesetzt. Ja, genau, hast du ganz klar mehr. Das war zu erwarten. Ich habe ja Protein. Holz hast du mehr. Gold hast du auch mehr. Ich denke, ja, gut gespielt, oder? Ja, gut runtergespielt. Boah. Ja, das war soweit die erste Runde. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ein bisschen Einblicke nochmal, wie haben wir gespielt, wie ist es von Sicht eines Spielers auszusehen. Ich muss sagen, die erste Runde habe ich echt nicht gut gespielt. Da hätte man nochmal viel Sachen besser machen können. Es waren Kleinigkeiten. Dass ich auf Negative Defense gekommen bin auf Rupture, ist saugefährlich. Ich habe gerade die Turnaround bekommen. Waren sehr spannende Momente dabei. Im zweiten Spiel hatten die keine Chance. Einfach, das ist jetzt keine Kritik oder so, das wissen glaube ich auch selber, aber für die Zuschauer, sie haben halt nicht gut miteinander zusammengearbeitet. Der Vorteil, was Kailus und ich im Turnier halt hatten, war jetzt gar nicht so richtig die Erfahrung. Gut, bei ihm schon, aber naja, er geht auf einen Spielstil, der sehr leicht konterbar ist, halt sehr viel Eco und keine Truppen. Und ich habe eigentlich selten so richtig Multiplayer in der Form gespielt, dementsprechend bin ich mir jetzt nicht als sehr erfahren zu bezeichnen. Aber das Zusammenspielen, das Einspielen, wir spielen ja schon sehr, wir kennen uns halt sehr gut und da merkt man halt schon, wie reagiert der eine, wie reagiert der andere. Und das hat sich, denke ich, zum Sieg sehr gut ausgezahlt. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die POV. Ich werde natürlich die anderen 4 auch noch hochladen demnächst. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, schreibt gerne eure Meinung dazu. Wollt ihr nächstes Mal im Turnier mit dabei sein? Fand ihr das so ganz cool?
Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch wieder Spaß zum Spiel zurückgebracht, muss ich ehrlich sagen. Wo ich ja selbst im einen Talk wieder erzählt, wo ich nicht so gut drauf war und nicht so gut aufs Spiel zu sprechen war. Aus Gründen. Und das hat es dadurch natürlich stark verändert. Deswegen Grüße an alle, würde ich sagen. Ich bin raus. Und ciao.